Ja, ich denke, dass ein Orchester wie Gutklang Elfstadt, das sind keine Spielleute, das sind Musiker. Man kann es vergleichen mit einem Symphonieorchester oder einem Blasorchester. Man kann uns buchen, auch als Orchester für Privatveranstaltungen oder auch öffentliche Veranstaltungen, sowohl als Ensemble in kleinen Gruppen, für Hochzeiten, für Geburtstage, Firmenfeiern. Seit 1983 mache ich Musik, in diesem Verein bin ich seit 1994. Und warum bin ich so lange dabei? Weil wir uns immer weiterentwickeln, junge Leute kommen dazu. Das macht unglaublich Spaß, ist ein total erhebendes Gefühl, in so einem großen Orchester mitzuspielen. Dann bin ich mal zu einer Probe dienstags gekommen, wurde gut aufgenommen. Und dann bin ich weiter hingegangen und bin jetzt seit 2 Jahren dann dabei. Wir haben ein ganz großes Spektrum an Menschen, die dort vorhanden sind, und das alles musikalisch so unter einen Hut zu bekommen, dass man dann auch wirklich eine gute Leistung dort herausholen kann, das ist das Besondere. Ich habe sehr viel zu tun in meinem Job. Ich komme aus Bonn. Ich schaffe es nicht, jede Woche zur Probe zu kommen. Wir finden immer eine Lösung, dass ich mitspielen kann, und das bedeutet für mich Musik ganz klein aus. Ähnlich sieht es bei mir aus. Also durch Münster schaffe ich es auch nicht, zu jeder Wochenprobe zu kommen, dienstags, sondern meist unter den Wochenendproben. Und dass darauf Rücksicht genommen wird, ist für mich keine Ausgrenzung. Man hat Leute aller Religion, aller Konfession, und das macht Gutklang, glaube ich, aus. Wirklich so eine bunt gemischte, glückliche, lustige Truppe. Ja. Musik, Spaß und Familie.